Okay, Iron Rose, die steht. Das ist sie richtig. Red mal mit ihr. Ich habe eine tolle Idee. Geht es dabei ums Wischen? Nein, es geht darum, einem anderen Schiff nach Monkey Island zu folgen. Seht, Captain Madison ist gerade östlich von uns. Sie brauen den Zaubertrank, um nach Monkey Island zu gelangen. Und? Und ich werde Ihnen helfen, ihn zu Ende zu brauen. Und dann folgen wir Ihnen. Alles, was ich tun muss, ist, Ihnen irgendwie einen Schädel zu besorgen. Bereit machen zum Segelsetzen. Sieht ja nicht so begeistert aus. Nein! Wir wollen nicht einmal nach Monkey Island. Gallet hat uns eine perfekte Ausrede geliefert, das zu umgehen. Und jetzt bist du dabei, es zu vermasseln. Sperren wir ihn was? Im Laderaum ein. Wow, wartet! Ich bin ein wenig überrascht, das zu hören. Was meint ihr damit, dass ihr nicht nach Monkey Island wollt? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Und ich dachte, der Sinn dieser Reise sei es, nach Monkey Island zu kommen, ja. Ich dachte, der Sinn dieser Reise sei es, nach Monkey Island zu reisen. Das war es. Aber das war ausschließlich LeChucks Idee. Auf dieser Insel gibt es nichts außer dem Geheimnis. Und das Geheimnis lässt sich nicht durch sechs teilen. Sieben. LeChuck will es nur wegen seiner Besessenheit von dem Milchbubi Guybrush Threepwood. Ich glaube, ihr macht einen Fehler. Lasst uns darüber abstimmen. Die Abstimmung erfolgt bei einem Glockenschlag. In Ordnung. Es geht um die Frage, ob wir nach Monkey Island fahren sollen. Ich stimme mit Nein. 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 Ei. Die Abstimmung muss einhellig sein, was nicht der Fall ist. Sitzung vertagt. Was bedeutet einhellig? Das bedeutet, dass ich jedes einzelne Mitglied der Mannschaft überzeugen musste, seine Stimme zu ändern. Wow. Okay, das kann schwer werden. Ich denke mal, wir müssen denen einfach jeden irgendwas bringen, was sie wollen. Je nachdem, was die wollen. Wiederholung der Abstimmung. Nee, das bringt noch nichts. Rose überreden, dass ihre Stimme ändert. Hör mal, wegen der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei. Ich bereue es gerade, dich eingestellt zu haben. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun, Win-Win. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Bist du nicht neugierig, was das Geheimnis sein könnte? Also, wäre sie neugierig, dann wäre sie dafür gewesen, dass wir da hinfahren. Ich glaube nicht wirklich, dass irgendjemand neugierig darauf ist. Ich könnte dir einen Gefallen tun. Wir sind nur der Schrubber in ihren Augen, nichts weiter. Was könnten wir für sie machen, was sie nicht schon selber machen kann? Quartiermeister. Ich weiß ja nicht, wie ihre Beziehung mit LeChuck ist, aber... Sie ist die Quartiermeisterin, also... Kannst versuchen. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Also es ist die richtige Route, okay. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut. Als sein persönliches Spielzeug oder als eine große runde Schachtel mit einer Schleife darauf und dem Geheimnis von Monkey Island drin. Ja, ich glaube nicht, dass er das schon immer so gesehen hat. Nee, nehmen wir es mal. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh. Puh, also müssen wir irgendwas finden, was sie noch... was ihre Loyalität wieder aufnehmen lässt für LeChuck. Das wird schwierig. Ob nach seiner Stimme fragen, ob nach seinem Job fragen. Aber wir fragen mal nach dem Job erstmal. Bob, ich gebe zu, ich bin etwas verwirrt darüber, was deine Aufgabe ist. Ich meine, ich weiß, dass du dort den ganzen Tag abhängst. Ich bin mir nur nicht sicher, warum. Als Segelstangenhänger bin ich für die Mannschaft ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn sie die Regeln bricht. Es ist eine wichtige Rolle, wenn auch zugegebenermaßen keine aufregende. Das ist doch kein schönes Leben. Er hängt da einfach nur dran. Ich will gar nicht wissen, wie lange schon. Ob nach seiner Stimme fragen. Ich würde gern über deine Abstimmung zum Thema Monkey Island diskutieren. Ich sage nein. Ich fürchte, nach Monkey Island zu gehen, bringt mir nicht wirklich etwas. Wäre ein Tapetenwechsel nicht schön? Ich habe schon viele Tapeten gesehen. Wie wäre es, wenn es sich für dich lohnen würde? Ich höre... Vielleicht können wir noch einen Mast für ihn finden, woran er hängen kann. Sorge dafür, dass du auf ein anderes Ra versetzt wirst.
Ich übernehme deine nächste Schicht. Ich werde dein bester Freund sein. Und woran hättest du Interesse? Wir nehmen das mal. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Ra versetzt wirst. Da war ich schon. Ich bevorzuge diese hier. Ich möchte nicht immer seine Schicht übernehmen und ich glaube, als Freund sind wir ihm egal. Also, was will er? Woran hättest du Interesse? Oh, ich habe alles, was ich brauche, aber mir ist langweilig. Früher hatten wir ein Unterhaltungsbudget, aber für dieses schicke neue Schiff wurde so viel Kredit aufgenommen, dass es keinen Schnickschnack mehr gibt. Unterhaltung, sagst du? Ich bin mir sicher, dass mir etwas einfällt. Unterhaltung ist mein zweiter Vorname. Das ist witzig. Ich mag gute Witze. Allerdings halten sie nicht sehr lange. Okay, also müssen wir uns irgendwie was ausdenken für ihn. Vielleicht können wir eine Liste mit Witzen aufschreiben oder ein Musikinstrument besorgen. Ins Schiff. Oh, warte, wir können ja erstmal noch mit Flambé sprechen. Nach oben. Hart am Arbeiten? Niemals. Lass uns dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Lass uns über. Was ist das für ein Buch? Weiter mit der schlechten Arbeit. Lass uns sprechen. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Gibt es einen bestimmten Gefallen, den ich dir tun kann? Ich weiß nicht viel über deine Interessen. Meine Hauptinteressen sind Schlafen und Essen. Oh ja, verständlich. Ich versuche beides so oft wie möglich zu tun. Ich glaube, so geht's uns allen. Ach, Schlaf und Essen, das Leben. Was deine Stimme angeht. Hast du ein Lieblingsessen? Was ist das für ein Buch? Und weiter mit der schlechten Arbeit. Naja, Essen ist eine Leidenschaft. Wenn wir was versorgen, können wir ihn bestimmt überzeugen, seine Stimme für uns zu ändern. Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ja. Brennendes Alaska. Salzig wie die Tränen der Witwe. Süß wie Rache. Und feurig wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Klingt lecker. Ausgesprochen schmerzhaft, ja. Wo könnten wir das denn herbekommen? Wie machst du brennendes Alaska? Ich mache es nicht. Ich lasse es von jemand anderem machen. Einem Profi, wenn möglich. Es gibt Sicherheitsbedenken. Sicherheitsbedenken? Ich frage mich, ob sich da jemand schon mal komplett verbrannt hat bei. Ich meine, so wie er aussieht, ist da Dinge, wo das sehr durchaus möglich wäre. Ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch? Es ist ein Buch mit Witzen aus der Unterwelt. Witze aus dem Jenseits, die man in dieser Welt nicht kennt. Oh, das könnten wir für, wie heißt der noch? Bob? Bob, das wäre doch was für Bob. Unterweltwitze hast du gesagt, sind sie gut? Unterweltwitze hast du gesagt, sind sie gut? Urkomisch. Würdest du das, ja, genau, für Bob. Würdest du das Buch als unterhaltsam bezeichnen? Ich würde ein kürzeres Wort verwenden, aber ja. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Nee, ich habe nicht wirklich etwas anderes zu tun. Verdammt, erinnere mich daran, wie du brennendes Alaska machst. Ich glaube, das müssen wir uns nicht mal merken. Weiter mit der schlechten Arbeit. Weiter mit der schlechten Arbeit? Immer. Also müssen wir Essen für ihn kochen oder besorgen? Um das Buch zu bekommen, um das Buch Bob zu geben. Und Loyalität für Rose wieder aufblühen lassen. Das sind schon mal drei. Du, Shelby, komm her. Du bist neu auf meinem Schiff. Ich lerne gern alle Mitglieder meiner Mannschaft kennen. Wie ist dein Name? Ich heiße Shelby. Shelby. Mike. Ja, das ist nicht so gut. Blutschwert der Gefürchtete. Ach, bitte. Wahnsinnsbart der Bartlose. Augenfresser der Rücksichtslose. Shelby ist in Ordnung. Mir gefällt, was sie aus dem Ort gemacht haben. Das kommt bestimmt nicht gut an, genau wie das erste. Und das. Ehrlich gesagt klingen die drei Antworten, wie sich ein Name, den sich Grundschüler ausdenken würde. Zum Spielen. Also, Shelby ist in Ordnung. Shelby ist in Ordnung. Fragen? Keine? Gut. Ich mag eine Mannschaft, die keine Fragen stellt. Jetzt geh wieder an die Arbeit, bevor ich deine Eingeweide als Köder verwende. Okay. Warte! Vergiss das Kielholen morgen um vier nicht. Ich betrachte es gern als eine teambildende Maßnahme. Werde ich nicht. Wir sollten morgen nicht mehr hier sein. Können wir nochmal reingehen? Siehst du nicht, dass ich nachdenke?
Mach es kurz, Schrubbi! Nein, ich will nur reden. Hat er einen Stressball gerade gehabt? War das ein Kugelfisch? Was willst du, Schrubbi? Warum genau versuchen sie das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. Ist Guybrush Threepwood nicht vor Jahren nach Monkey Island gekommen? Das ist einfach Salz in die Wunde streuen. Wir nehmen erstmal das erste. Warum genau versuchen sie, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Das Geheimnis von Monkey Island hat schon so manchen Piraten gequält. Manche glauben, dass es nicht existiert, dass es nur ein Mythos ist oder ein Scherz, den sich ein Narr ausgedacht hat. Keiner war mehr davon besessen als dieser Idiot Guybrush. Ich? Ich glaube, dass es eine mystische Kraft hat, die für das Böse genutzt werden kann. Und als zusätzlichen Bonus wird es Threepwood über den Rand des Wahnsinns treiben. Threepwood. Wood. Mit zwei O's. Wie war noch einmal dein Name? Schrubbi. Mit zwei B's. Warum hat er das gesagt? Wir dürfen nicht auffallen. Was dagegen, wenn ich mir die Karte ansehe, mit der sie vorhin rumgewedelt haben? Ja, bestimmt hat er was dagegen. Was dagegen, wenn ich mir die Karte ansehe, mit der sie vorhin herumgewedelt haben? Fass die Karte nicht an! Das ist die einzig wahre Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Von mir mit großem Aufwand und viel Mühe beschafft. Ich werde nicht zulassen, dass du sie anfasst. Nicht mal mit deinen Augäpfeln. Zumindest nicht, solange sie noch in deinem Schädel sind. Naja, vielleicht kann ich sie rausploppen lassen und rauftun und dann wieder einsetzen. Ich meine, wenn ich gerade untot. Ich habe vielleicht einen Weg gefunden. Kann man ihn provozieren damit? Sind Sie sicher, dass ich nicht einen Blick auf die Karte vom Geheimnis werfen kann? Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Die Karte zu berühren ist eine Abkürzung, um Kiel geholt zu werden. Okay, wir sollten uns doch lieber nicht anfassen. Aber ich will sie unbedingt anfassen. Das ist genau wie man im Museum ist. Man will die Bilder anfassen. Man macht es nicht, aber man will es. Vielleicht einen Weg gefunden? Ja. Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. Ich habe ein anderes Schiff entdeckt, das einen Zaubertrank herstellt. Und wir können ihm einfach folgen. Was steht auf dem Namensschild? Das auf meinem Schreibtisch. Da steht LeChuck. Und LeChuck ist ein Anführer, kein Mitläufer. Noch eine Sache, Schrubbi. Jetzt, wo du der erste Schrubber bist, musst du den Schrubbi-Bericht ausfüllen. Nimm diesen Bericht, fülle ihn aus und gib ihn Iron Rose, damit sie ihn unterzeichnet. Manche sagen, dass es der Grog ist, der ein Piratenschiff am Laufen hält. Das ist es nicht. Es ist der Papierkram. Langweilig. Aber eine Frage gab's noch. Solltest du nicht schrubben? Ich hatte keine Lust mehr auf uns. Was willst du, Schrubbi? Genau. Oh, warte. Jetzt ist da was Neues. Das Voodoo-Zauber Dingsbums kommt gut voran. Ist Guybrush Threepwood nicht vor Jahren... Ja, das genau. Ist Guybrush Threepwood nicht vor Jahren nach Monkey Island gekommen? Guybrush Threepwood ist ein kleines Bürschchen, ein drittklassiger Seemann und ein abgehalfterter Pirat. Er hat mir die Frau gestohlen, die ich geliebt habe. Und ich werde sein Herz an den Pforten der Hölle verschlingen. Haben Sie Elaine wirklich geliebt? Oh, wir haben Elaine gesagt. Oder war es eher eine... Meine Geduld ist am Ende, Schrubbi! Und jetzt verschwinde, damit ich nachdenken kann. Gut, dass er zu wütend ist, um nachzudenken. Ich meine, wir haben gerade Elaine gesagt und wir haben doch eigentlich gar keine Info über ihn. Ja, das, wir sind nicht sehr vorsichtig mit unseren Wörtern. Okay, dann gucken wir mal. Wir dürfen ja jetzt hier vorbei. Der Typ ist ja nicht mehr da. Flair Gurry. Flair? Was willst du? Ich finde, sie sieht aus wie auf dem anderen Schiff einer von diesen Piratenanführern. Können wir über das Votum reden? Was genau ist deine Aufgabe auf dem Schiff? Woran arbeitest du? Woran arbeitest du dann? Es ist die Titelmelodie von LeChuck. Ich entwerfe gerade eine Melodie. Ich bin mit den ersten beiden Noten zufrieden. Sie sind beide okay. Die Wiederholung unterstreicht LeChucks unnachgiebige Art. Sein verbissenes Verfolgen seiner Ziele.
Eine Eigenschaft, die ich bewundere. Ich arbeite noch an den anderen Noten. Mein Ziel sind insgesamt 7. Ich hoffe, dass ich eine übermäßige Quarte einbauen kann, damit es dämonisch klingt. Klar, klar. Ich verstehe das vollkommen. Du musst doch sicher schrubben, oder, Schrubbi? Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen. Also erstens würde ich eigentlich genau... Ja, das ist... müssen wir doch nicht fragen. Ich würde eigentlich gerne wissen, warum er eine Titelmusik braucht. Wird die immer gespielt, wenn er auf Inseln ankommt oder für seinen zukünftigen Film im Theater, wenn er das Geheimnis entdeckt hat? Naja, vielleicht erfahren wir es ja noch. Was genau ist deine Aufgabe? Verzeih mir, aber mir ist nicht klar, was genau deine Aufgabe auf diesem Schiff ist. Ich bin der zweite Mat, Bootsfrau, Kanonierin, Schiffsärztin und Komponistin. Und ich mache die Wäsche. Wow, lass uns anderen ein bisschen was übrig, ja? Bist du hinter meinen Jobs her? Besser nicht. Ich brauche das Geld. Ich spare auf etwas. Was spart sie denn? Wofür sparst du? Das geht dich nichts an, Schrubbi. Hättest du mir ruhig sagen können. Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Gullets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. LeChuck hat Gullet über Bord geworfen. Yep, Pech für dich, Schrubbi. Und für mich, schätze ich. Und jetzt hau ab, ich bin beschäftigt. Ich hoffe, wir können das hinten für sie. Also, Kim, ist dafür wahrscheinlich die linke Seite beim Reling, wo man da rausklettert, da? Vielleicht hängt ja seine Leiche irgendwo am Schiff rum oder sowas. Schiffskombüse, trotzen? Oh, die Küche. Mit Putra sprechen. Also, ja, Putra. Chefköchin Putra. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten wir werden es machen. Dann können wir uns vielleicht mit ihr anfreunden. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Was genau ist brennendes Alaska? Wie kommt's? Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Weil sie ein Haufen langweiliger Tölpel sind, die ein gutes Essen nicht erkennen würden, wenn es ihnen im Mund explodiert. Was übrigens oft der Fall ist, wenn man es richtig zubereitet. Oder falsch. Aber das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich eine Köchin bin. Keine Chefköchin. Es ist eine Berufsbezeichnung. Ach, schade. Also, jeder, der diesen Hut auf hat, wird von mir Chefkoch genannt. Selbst wenn es einfach nur irgendein dahergelaufene Person auf der Straße ist. Hast du diesen Hut, bist du Chefkoch. Das ist einfach der Beste, dieser Hut. Ich will auch so einen Hut haben. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besseres Essen als ein lausiger Chefkoch. Aber als Koch geht es vor allem um die Beherrschung von Materialien und Techniken, während ein Chefkoch Kunstfertigkeit, Improvisation und Innovation einbringt. Jeder, der meinen gekochten Angelfisch und meine Haggis-Knödel probiert hat, sollte mir zustimmen, dass ich diesen Titel verdient habe. Ich bin mir sicher, das hat sie. Ein Chefkoch ist also Rang höher. Kommt ein Chefkoch mehr Geld? Versuchen, Beförderung zu bekommen. Rang? Nee. Wir fragen mal, ob er eine Beförderung versucht hat. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Ja. Oh, wenn wir das gleich nehmen könnten, rein theoretisch. Und wir haben ja diesen Schrober-Bericht, den wir unterschreiben lassen müssen von Rose oder Rosie. Vielleicht könnten wir das ja unterschmuggeln, dass sie das mit unterschreibt. Und dann gilt es. Ich meine, Betrug steht auf der Broschüre, das ist ein Muss. Also wäre es doch akzeptabel. Und hängt da ein Arm runter? So ein Hühnerfuß. Ich möchte... Ja, brennendes Alaska. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun.
Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Ich verstehe. Also müssen wir sie befördern lassen, damit sie das von uns macht. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung... Ja. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Also können wir, wenn wir Rose überzeugen, zwei Fliegen mit einer Klappe.